Das heißt, ich bin jetzt auf der kompletten Seite hier, ja? Oh, ich glaube, ich weiß auch warum. Ich habe da so eine Vermutung. Ich glaube, der ganze lustige Drop-Spaß ist noch nicht vorbei. Mama. Mama und ich habe noch einen Helf. Ich fühle mich sehr, sehr geil gerade. Nicht. Nein, das hier ist nicht One Piece, Ravi. Calm down. It's fine. So, ich sehe nicht, wofür diese beiden Drops gut sein könnten. Oh, Drop der. Ah, ich weiß, wofür der hier ist. Der ist hierfür. Nachtdorn plus 4. Was ist Nachtdorn plus 4? Nachtdorn. DDCC. Sieht jetzt nicht ganz so geil aus. Vom Scaling her. So, das heißt, ich gehe jetzt nach hier und dann kann ich wieder zurücklaufen und dann hier rechts runter. Ich schwöre, ich muss dieses Gebiet heute durchspielen. Wenn ich das morgen wieder anfange, ich verlaufe mich wieder 3 Jahre. Ich wohne hier jetzt. Bandai Namco hat schon, ne, gibt schon ein Mietapartment hier mit meinem Namen drauf. Ist over. Ist GG. Was bringen die anderen Drops? Tod und Verderben. Tod und Verderben. Das hier ist der einzige, der anscheinend kein Tod und Verderben bringt. Oh, guck mal, gibt es hier auch noch einen auf der Seite, der wahrscheinlich wieder irgendwas bringt, ein Item oder so. Obwohl, ich soll eh nach unten, ne? Stream ist Open End. Aha. Da ist eine Leiter. Bevor ich die Leiter da benutze, dann lass mich das hier benutzen. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Okay, das hat das da aufgemacht. Ich glaube, das hier ist der richtige Weg. Ich glaube, wir gehen mal eben zurück und gehen mal runter oder hier hoch oder irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung mehr. Item? Kein Gegner, links. Ach ja, Fun Fact, ich komme ja jetzt gerade gar nicht wieder nach da, oder? Nee, ich kann ja nicht hindroppen. Ich komme nicht mal nach unten. Moment, oder komme ich wieder irgendwie zurück? Nee, ich habe mich jetzt selber ausgesperrt, weil ich da runtergesprungen bin. Ich komme nicht wieder zurück in diesen Tower, oder was? Und das mieft mich ja jetzt gerade so ein bisschen an, ne? Kann ich gerade nichts dran ändern. Da ist noch mehr Weg.
Oh nice, ich dachte schon, ich sterbe. Das da ist der Intendant-Weg. Und das hier ist irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier? Wo zum Teufel bin ich? Oh, da ist eine Mistle. Was ist hier? Oh, ist das maybe der Weg, wo ich gerade eben rechts runter gedroppt bin? Yeah, it is. Okay, alles klar. Das heißt, wir laufen mal eben bis hier hinten durch. Zum Refreshen und dann laufen wir wieder da in die Richtung. Ich finde es nur gut, wie ich gerade auf die Map gucke und gucke nur links neben mir. Zur Tür, zur Tür, zur Tür, zur Tür. I'm scared. Okay. Ich verstehe nicht, wo der Punkt ist. Ich habe keine Ahnung, wo das Ende überhaupt sein soll. Ich meine, wir können ja mal die Prozent fragen. Ich glaube, ich habe relativ viel mitgenommen. Also ich glaube, ich schaue mich hier schon relativ, ich sag mal, gut um. Du willst mir erzählen, dass der ganze Scheiß, den ich gerade gemacht habe, 2% war? Ich bin mir inzwischen sehr sicher, dass das hier, also dieses Gebiet, ist einfach... Am Ende dieses Gebiet ist der Endboss und dann sind Credits. Ich bin inzwischen fast davon überzeugt. Ich spiele gar nicht mit euch allen. Mal gucken, wie weit ich laufen kann. Du bist ein Boss, okay. Das ist eine verdammt kleine Area für deine Riesenwaffe. Wollte ich mal anmerken. Oh, okay. Backswing, I see. Ein Boss, den man backstabben kann. Thank you.
Interessant. Da noch was Spannenderes. Ich meine, ja, er hittet wie ein Truck, aber... Auch nicht. Ah, jetzt. Wenn das der Boss von dem Gebiet ist, bin ich dezent enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Also echt dezent enttäuscht. Okay, wir laufen jetzt dahin und dann werden wir da rausporten. Einfach weil ich gerne den Dunst ausgeben würde und ich nicht weiß, was mir sonst passiert und ich es gerade auf Nummer sicher spielen will. Es ist Absicht, weil, wenn ich mich richtig erinnere, braucht das Ding hier ewig. Okay, geht. So, dann gehen wir doch mal Dunst ausgeben. Weißt du, vielleicht ist das auch nur ein Zwischenboss, weil, guck mal, 50%. Könnte es sein, dass das einfach ein Zwischenboss ist und das Gebiet quasi halbfertig ist? Weil ich glaube nicht, dass ich viel vergessen habe. Weil sind wir mal ehrlich, im Grunde genommen, um durch das Gebiet durchzulaufen, musst du eh gefühlt fast jeden Weg gehen. Ich glaube, das ist einfach Halbzeit. Ich glaube, das ist einfach Halbzeit von dem Gebiet. Das Gebiet an sich ist... Das Einzige, was mich echt triggert, ist dieses Big Mama Event. Die Mobs sind eigentlich super cool. Das Level-Design ist... eigentlich ziemlich geil für ein Souls-Game. Ich glaube auch nicht, dass der Endboss von dem Gebiet ist. Also definitiv nicht. I've got new weapons available. Buying something? Hast du, ha? Huh? Einhandschwert, was ich noch nicht besitze. Mit dem most boring scaling ever mit CCCCCC. Yo. What is this? Hat irgendwas davon ein gutes Scaling in Stärke?
GHX-Dinger haben zumindest Bienenstärke. Dieses Schwert ist der Inbegriff von Durchschnitt. Es sieht zumindest so aus, ja. I know it's a bother, but I'll need you to bring the necessary materials if you want to upgrade a weapon. There's a shortage of pretty much everything these days. Still, we're better off than most people. A blood veil is a revenant's fangs. They're used to stab into a foe and drain the blood out of them. While you attack, dodge, and parry, you can use that blood to unleash powerful effects. There are a few different types of blood veils. You should use the type that best fits your style. Okay. Do you know about hot springs? Warm water comes up from the ground into pools you can bathe in. The earth shifted in the collapse and created one near our base. I go there once in a while, but it feels so nice I end up sitting too long thinking about things and turn into a prune. It's to the right at the end. Oh, I just remembered. Use the room with the bathtub over there if you want to give yourself a new look. Every revenant has a certain blood code, but only one type ordinarily. However, I hear you can express any number of different blood codes. Aren't you the lucky one? Der einzige Grund, warum ich mit dir rede, ist, weil ich ihren Blutcode haben will. Certain abilities. Do you have any idea of what a huge... sorry. When revenants die and come back, but most some rest, so take care... I know it's a bother, but there's a... Okay, die... blood veil. Nee, wiederholt sich nur. Ich wüsste halt echt gern, ob du ihren Bloodcode haben kannst. Aber normalerweise kriegst du nur den Bloodcode von Partnern. Also seinen habe ich noch. Obwohl, seinen habe ich. Den von mir habe ich noch nicht. Hm, okay. Schauen wir mal. Mein Lieblingsschwert. Das hier. Ich habe 14 Stahl inzwischen. Uff. Stimmt, vielleicht muss ich zuerst eine Änderung finden von ihr. Well, I guess let's go. Königin Titan. Okay. Which blood veil do you want to upgrade? Okay. Okay, ich werde es nicht upgraden, weil das hier, ich sehe es jetzt erst, das ist total dürr. Das, was ich upgrade, ist nicht meine Defense. Die Defense ist halt von jedem anders. Das, was ich upgrade, ist der Entzugsangriff, den ich gefühlt nie benutze. Okay, take care then. Das heißt, das hier gibt mir mehr Defense, richtig? Nee, auch nicht. Backstep müsste unter Entzugsangriff zählen. Ich meine, ich kann es upgraden, ich habe die Mats und ich weiß, wo ich Stahl farmen kann inzwischen, von daher. Which blood veil do you want to upgrade? Ich mag gar eigentlich den Typ nicht, ich mag die hier eigentlich mehr. Soll die Nachtklaue upgraden? Was ist die Grundbeweglichkeit von der? Ich verliere halt Damage da und ich habe kein Stärke-Scaling. Oh, deshalb ist der so gut mit Backstabs, weil der ein B-Scaling in Stärke hat. Oh, I see. I start to understand. Allerdings glaube ich, ist das hier klüger, weil die ganzen Einhandwaffen skalieren, glaube ich. Ja, CC. CD. Hm. C+. Bei C+ und ich verliere nur 77. Wait, what? Sogar nur. Hi, did you... Wait a second. Wie ist der Speed von dem Ding? Und das ist das, was ich jetzt habe. Das andere.
langsamer. Okay, ich bleib bei dem hier. Das heißt auf jeden Fall, ich kann auf jeden Fall zwei davon verkaufen. Hi. Das ist definitiv. Got something to sell? Ich wollte eigentlich Waffen verkaufen. Nämlich drei hiervon. Habe ich irgendwelche Blutschleier doppelt? Nope. Okay, dann würde ich gerne aufrüsten. Ach, nicht meine Waffe, sondern den Blutschleier. Oh, das upgradet auch meine Talente. Ah. So, und der Rest landet im Level Up. Obwohl, bevor ich das hier mache, sollte ich vielleicht nochmal nach hinten gehen. Und gucken, ob ich nicht irgendwelche Dinger zusammengesammelt habe. Jo, Schlafmütze. Steh up. What is it? Dieses Sprengblitz Details. Er zeigt und feuert eine Serie von elektrisch geladenen Projektilen auf das Ziel. How about no? Take care. Gerade keine Lust auf Story. Okay. Was heißt, das haben wir alles, das haben wir alles. Haben wir alles? Wir müssten alles haben. Es ist der Raum, ja. Dann schauen wir doch mal, ob ich den hinkriege. Ah, der müsste machbar sein. Ich glaube, ich bin sogar noch auf dem Trash-Dings, ne? Ne, ich bin auf dem guten. Okay, der One-Shot ist jetzt. Das ist halt so dangerous, wenn du hier durchläufst. Aber ihr kommt nicht bis hier, ne? Okay. Neunhundert, nice. Gucken mit beiden Buffs. 1600 hat. Ich kann nicht greedy sein dabei. Ne, der Weg zum Boss ist halt echt ein bisschen nervtötend, weil auch die ganzen Teleportanten stehen.
springen. Gott, der Weg ist... Holy fuck. Ich meine, ich habe eine Idee für den Weg. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Jetzt drei das. Nope, das funktioniert nicht. Okay. War ein Versuch wert. Zu früh. Wieder zu früh. Oh mein Gott, ey, der Weg ist ridiculous. Gibt's keinen besseren Weg? Ich meine, der Boss, vielleicht ist das so der Kontra, so hey, der Weg zum Boss ist super scheiße, aber dafür ist der Boss easy. I observe the cancer. Du möchtest den Cancer observieren, okay, let's go. Teleport-Mob Nummer 1, den ich geaddet habe. Super schwer zu timen, nur aufgrund des Audio-Cues. Zu früh. Hört auf zu teleporten, Mann! Das ist so crazy! Ich will die nicht alle falten! Ich muss gerade echt auf die Map gucken, ob es nicht einen besseren Weg gibt. Ne, es gibt keinen besseren Weg. Das ist der einzige Weg. Damn. Schön. That will be fun. Also ich glaube, ich muss die hier auf jeden Fall töten, weil das ist die, die immer genau auf mich drauf boardet. So. Heilen wir uns mal eben. Weil die waren alle mit. Die hatten alle Schwert, ne? Ja, die haben alle Schwert. Wie viel habe ich davon am Arsch? Ich glaube 3 Stück oder so. Plus die Affen. So, und hier kommt ihr nicht hin. Gut. Okay, Boss. Das war nicht das, was ich wollte. Ich meine, er ist ganz schön flott, der Typ, aber...
Okay, nice. Das gibt mir ein Free Heal. Das gibt mir auch nochmal ein Free Heal. Und das ist sein Tod. Axt der Vernichtung bekommen, ha? Huh? What is this here? Du wirst in ein anderes Gebiet teleportiert? Nein. Okay, das hier habe ich gesucht. Und ich meine, es ist nicht unbedingt easy, Kram zu backstabben hier. Von daher, mein Gott, ist halt shit happens, dass du ihn backstabben kannst, aber das macht den Boss definitiv dezent ein. Oh mein Gott, wie viele Wege sind hier?